Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start und wir haben das Highlife Update und fast alle Glitches wurden gepatcht. PS, mein Glitch von gestern, wie man sich unsichtbar macht, der geht noch. Aber jetzt geht es um einen neuen Geldglitch auf dem Highlife Update auf der Version 1.13. So wie ihr hier gerade gesehen habt, habe ich mein Auto Schrott gemacht, ich habe es zerschossen und ich habe vorher bestimmt 2 Minuten gecrashed ohne Ende. Das gehört zu diesem Glitch, nämlich dazu, ihr müsst dieses Auto zerstören und es muss ein neues Auto sein. Andererseits gesagt oder anders gesagt, es muss ein Auto sein, das wo ihr noch nicht durch einen Glitch dupliziert habt. Dann braucht ihr ein Motorrad, das muss auch neu sein oder besser gesagt nicht durch einen Glitch dupliziert und auch noch nicht sonst geglitcht damit. So, dieser Glitch ist fast so wie der andere, der wo schon gepatcht ist, aber ist halt durch dieses Fahrzeug zerstören, was hier links noch steht, ist er eben neu. Ihr stellt euer Motorrad hier hin. Oh, das kann auch woanders sein. Das ist ja nicht so wichtig. Dann beachtet ihr, dass ihr euren Fahrzeugzugang auf Beifahrer habt. Euer Kumpel setzt sich dann hinten drauf und ihr geht wieder in die Garage. Und ihr, wenn ihr reingeht, werdet ihr gleich sehen, dass euer kaputt, was ihr zerstört habt, das Auto, es wird gleich unsichtbar. Seht ihr? Und es ist weg. So, Leute. Und jetzt fahrt ihr mit diesem Auto, was sozusagen wieder in eure Garage teleportiert wurde, fahrt ihr wieder raus. Und ihr dürft, jetzt kann man ja auch 2 Apartments gleichzeitig haben. Ihr dürft in einem Gebäude, also in diesem Hochhaus, dürft ihr keine 2 Apartments gleichzeitig haben. Ich habe zum Beispiel hier ein Apartment und eins in der Stadt. So, jetzt weiterhin zum Glitch. Ihr fahrt mit diesem Auto raus. Und sehr wichtig, wie bei dem alten Glitch, ihr steigt erst aus, schaut her, ich steige jetzt aus und dann sage ich meinem Kumpel, er muss absteigen. So, jetzt steigt er ab, wie ihr seht, wir steigen nicht gleichzeitig ab oder hintereinander ja schon, aber ich sage ihm halt Bescheid, wenn ihr absteigen muss. Und jetzt wurde mein Auto dupliziert, hier rechts kann man es sehen auf der Karte und jetzt nehme ich einfach dieses Auto und fahr runter zum LMs Customs und vorher, wie in jedem anderen Glitch fast, müssen wir uns wieder einen Karren Rebell kaufen, Leute. Farbe vollkommen egal und ich sage es nochmal, diesen Karren Rebell müsst ihr jedes Mal machen, jedes Mal, wenn ihr den Glitch macht, nicht nur einmal. So, Leute, jetzt sind wir beim LMs Custom und wir rufen wie beim alten Glitch so halb hier hinfahren, dann den Mechaniker anrufen, Leute, und warten, bis die Schrift kommt. Und dann natürlich das richtige Apartment auswählen, falls ihr so wie ich 2 habt, da wo euer Karren Rebell steht. Wenn die Schrift dann vom Karren Rebell erscheint, so, jetzt wählt ihr das Apartment, geht auf den Karren Rebell und fahrt schnell rein. So, einfach auf drauf bleiben. Ich fahre jetzt hier. Genau, jetzt fahre ich rein, Leute. Und jetzt wartet ihr hier noch ein paar Sekunden. Ich würde mal sagen 3 bis 5 Sekunden. Dann ruft ihr euren Karren Rebell, Leute, und verkauft ihn. Also euren Adder auf Verkaufen gehen oder erst reparieren, wenn ihr das wollt. Und jetzt, wenn ihr hier seid, an dieser Stelle, wieder warten auf unten auf diesen orangen Ladekreis. Seht ihr, hier ist er. Erst wenn dieser Ladekreis weg ist, dürft ihr verkaufen, weil sonst ist euer Auto weg, Leute. Und ich habe diesen Glitch wirklich 1000 Mal am Anfang probiert und da hatten wir erst geglitschte Autos, dann das Problem mit dem Apartment und dann hatten wir noch Sven seinen verfluchten Arsch. Also Sven ist verflucht, bei dem funktioniert einfach kein Glitch. Zum Schluss hat er ihn dann doch geschafft, aber Sven sein Arsch ist versucht. Sven, du weißt, wen ich meine? So, Leute, jetzt fahren wir wieder hoch zu unserer Garage und dann werde ich euch zeigen, dass unser Auto noch in der Garage steht. Und dann könnt ihr diesen Glitch auch noch
so oft machen, wie ihr wollt, Leute. Und nur so als kleine Info, wir haben natürlich auch schon wieder einen Solo-Glitch für euch, der wo morgen Abend bei mir hochgeladen wird. Leute, ich würde mal bei German Glitch TV vorbeischauen. Vielleicht kommt er da sogar noch ein bisschen früher, Leute. Aber ich weiß es nicht genau. Morgen auf jeden Fall sicher bei mir und German. So, Leute, hier habt ihr gesehen, dass das Auto eben noch hier ist. Und wenn euch der Glitch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich natürlich noch nicht abonniert habt, wäre es auch very nice, wenn ihr mich abonnieren könntet. Und an meinem Kanal vorbeischauen. Ich habe noch andere Glitches und Videos. Schaut es euch einfach an. Oder vielleicht schaut es auf meiner Fanpage auf Facebook vorbei. Und natürlich auch auf meinem Teamspeak. Wenn ihr keine Glitch-Partner habt, könnt ihr da immer reingehen und euch Leute zum Glitchen suchen. Dann noch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, euer Matrix. Ciao, Leute.